Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich erstmal vorstellen. Ich bin Ihr Bundespräsident. Danke erstmal, dass Sie sich überhaupt dazu überwunden haben, mich in dieses Amt zu berufen. Ich darf mich auch, wie Sie natürlich wissen, muss sich ein Bundespräsident auch in dieses hohe Amt erstmal einleben. Das habe ich getan. Und auch mit der Unterstützung der Kantine des Bundestages dann konnte ich natürlich rechnen. Deswegen hatte ich heute Morgen auch eine ganz leckere Linsensuppe. Die war zwar kalt, aber dafür war wenigstens zwei warme Würstchen drin. Die habe ich dann in meine Tupperdose, die nehme ich mit nach Hause zu meiner Frau. Ich hatte das schon vorher mit der Bild-Zeitung abgesprochen. Den Löffel habe ich auch mitgenommen. Den will ich dann zu Hause benutzen, weil unsere Spülmaschine geht gerade nicht. Aber morgen bringe ich dann unser Besteck mit. Das lasse ich dann in der Kantine abspülen. Das habe ich mir so gedacht. Bettina, meine Frau, die kennen Sie. Wir haben auch dieselben Interessen und Hobbys. Stifte haben es dann am Samstag zur Metro, zur Verköstigung gehen. Und aber nicht, dass Sie denken, dass wir da einfach so reinkommen. Ich habe mir extra einen Gewerbeschein geholen lassen. Und zwar als Reinigungsfachkraft. Wie Sie wissen, bin ich hier ja die weiße Weste im Westen. Und darauf bin ich auch stolz. Das darf ich doch mal hier in aller Ehrlichkeit und Breite sagen. Die Anschuldigungen gegen mich kann ich leider nicht verstehen. Ich meine, wie kann man einfach dagegen sein, etwas Geld zu sparen hier und da? Das sollte eigentlich jeder sich mal ein bisschen auf die Agenda schreiben und als Vorbild nehmen. Dass das ein gutes Modell für Deutschland ist, davon bin ich überzeugt. Sie dürfen sich ruhig ein gutes Vorbild an mir nehmen. Und vielleicht habe ich ja etwas Einfluss auf die vielen Hartz-IV-Empfänger, die sich davon durchaus eine Scheibe abschneiden könnten. Jetzt hat man mir natürlich, wie Sie alle wissen, den Rücktritt nahegelegt. In Anbetracht der lukrativen Folgen, die dieser Schritt für meine Bankkonten hat, habe ich mich deswegen hierzu entschieden und möchte Ihnen recht herzlich für diese Empfehlung ein recht herzliches Dankeschön aussprechen. Als nächstes habe ich mir dann schon einen Urlaub rausgesucht, den ich mir natürlich nach dieser langen und anstrengenden Amtszeit gönnen kann. Bettina hat mir da schon ein Spa rausgesucht mit All-Inclusive Light. Allerdings können die nicht nachvollziehen, ob man nicht wirklich All-Inclusive gebucht hat. Deswegen werden wir da die nächsten 4 Wochen verbringen. Danke Ihnen allen recht herzlich für Ihre Anteilnahme und möchte mich bis zum nächsten Mal verabschieden. Ich bleibe Ihr Christian Wulff. Dankeschön an Sie alle. Und überhaupt, das war wirklich eine gute Nummer mit euch. Tschüss dann. Good night.